Hallo Freunde, hier sind wir wieder zurück in der Eishöhle. Ein bisschen ein... Hä? Wo ist ein... einzelner Rubin? Oh ne, es ist jetzt kein Fünfer, hoffe ich. Ah. Doch. Wir brauchen eindeutig mehr Eis. Ja, mehr Eis, richtig. Mehr blaues Feuer. Ja, gleich nochmal, natürlich. Warum hältst du dich nicht fest, Link? Mann. Das war so klar jetzt. Das war natürlich so klar. Und weg ist er. Mann. Ja, das ist blaues Feuer, das haben wir schon erkannt. Ja, Navi, danke. Du bist das. Gut, es gibt ja erstmal nichts. Ja, passt schon. So, ich nehme an, das ist der Kompass. Thank you.
die Töpfe. Hui, haben wir geklappt. Mann, oh Gott, ich bin hasse. Beweg dich, Link. Ah, elende Biester. Nein, das ist nicht drauf, das ist schieben. So. Wie kommen wir denn da hoch? Klar.
würde auch reichen. Was ist das für ein Raum? Ein weißer Wolfsheimer. Jo, das war jetzt alles andere als anspruchsvoll. Was haben wir hier drinnen? Die Eisenstiefel. Ein fürchterlicher Gegenstand. Sheik, du bist uns gefolgt. Wenn du mir die ganze Zeit nachrennst, dann kannst du mir auch helfen, ha? Sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten? Dann erlerne nur die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen scheiden. In ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Sterben reift des Kindes Mut. Junger liebe Knospen erblühen groß und stark, dessen des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche nun der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Ach, immer dieser Ninja. Wird noch schlimm werden mit den Eisenstiefeln. Ja, wir können unter Wasser nicht atmen. Noch nicht. Ja, das war's dann mal soweit hierzu. Dann holen wir uns noch schnell ein Herzteil. Sollte sich eigentlich ausgehen. Schön die Luft anhalten, Link. Schön die Luft anhalten. Ah, das reicht doch. Komm schon, komm schon, komm schon. Wie? Tada! Und aufwärts. Thank you.
Dann tauen wir den König mal auf. Eure Majestät. Oh, ich fühle mich wie neugeboren. Seid ihr euch, der mich von euch befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes, nehmt bitte diese Rüstung. Und ihr könnt nun auch unter Wasser atmen. Die Zora-Rüstung. Zum Unterwasser atmen. Nee, wenn. Ja, vielleicht lieber den Weg. Der ist weniger schmerzhaft. So, bevor wir uns jetzt aber auf den Weg zum schrecklichen Wassertempel machen, kommt noch eine kleine Sidequest. Ja. Schaffst du es eh, Link? Ja, soll ich dir helfen? Nein, geht sich nicht aus. Mann. Was sagen die Skulltulas? Eine noch. Mist. Die werde ich mir nicht so leicht aus dem Hut zaubern können. Feiglinge. Sidequest auf nach Kakarigo. Epona hat hier die ganze Zeit gewartet. Ich kann ihn mal hier grasen. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki. Und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt doch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Ein Huhn für die Hosentasche? Nein. Das ist eine Art antikes Tamagotchi. Es hat Spaß dabei, richtig laut zu kackern. Ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Ach so? Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück. Und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja, klar. Frage mich nur, wie weiß sie, dass Kiki unglücklich aussieht, wenn es ein Ei ist? Die Alte scheint nicht so ganz richtig im Kopf zu sein. Und nochmal. Der Schmäh geht doch immer. Ein Ei ausgebrütet, ein Küken ist geschlüpft. Naja, und jetzt kann man auch schauen, ob es unzufrieden ist. Und nicht so lange es ein Ei ist. So, und dann gehen wir auch gleich mal jemanden besuchen. Da schnarcht jemand. Wer könnte das sein?
Der alte Talon. Was willst du denn? Kann man nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen. Das sagst du schon seit Jahren. Du hast Malon gerettet? Danke. Dann kann ich ja wieder auf die Farm zurück. Ah, mehr sagt nichts. Gut, Freunde, ich beende dann mal hier den Part. Und im nächsten Part schauen wir mal, ob Kiki jetzt besonders glücklich ist. Schauen wir mal. Hm. Das ist nicht der richtige Augenblick, dies zu benutzen. Also ich sage wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.